Hallihallo, ihr Lieben, hier ist wieder euer alter Mann. Und da ich es ja gestern Gott sei Dank geschafft habe, den vierten Teil meiner sensationellen Erlebnisse mit der Top-Informantin des Fünf-Sterne-Sonnenclans endlich abzudrehen, beziehungsweise ohne Tränenausbruch auf den Bildschirm gebracht zu haben, möchte ich gleich weitermachen. Denn eigentlich war das Ende meiner Berichterstattung, was diese Sache betrifft, für Ende Mai geplant. Und ihr wisst, dass die sich jetzt rigoros überschlagenden Ereignisse rund um den Fünf-Sterne-Sonnenclan ganz besonders im gelben Laden. Eine Bezeichnung, die König Nacknack, der Betreiber des Fünf-Sterne-Sonnenclan, vergeben hat. Sonst keine weiteren Worte dazu, sonst ja, könnte platzen, wenn jemand so herablassend ein soziales Netzwerk bezeichnet. Punkt. Ja, nun stand ich in Berlin, Gott sei Dank nicht mehr auf der Straße, sondern war untergebracht 50 Meter von Madame Berlin Berlin entfernt, bei der eigenen jüngsten Tochter. Und dort wurde ich wirklich umsorgt, wie ich es vorher nie bei Berlin Berlin selbst erfahren habe. Denn meine Krankheit spielte überhaupt keine Rolle. Bei einem Narzissten dieser Klasse ist es ganz einfach so, der braucht die volle Aufmerksamkeit immer und überall, und andere Menschen sind: bist du krank? Ja, Steinpech. Aber es kommt noch viel besser. Ich war also als erstes Mal 48 Stunden ohne Medikamente. Medikamente, die ich teilweise 3 bis 4 Mal am Tag einnehmen muss. Und ein Loch von 48 Stunden hinterlässt Wirkung im Körper. Dadurch, dass ich noch durchgerüttelt wurde. Und das eine kann ich euch sagen: während meine Schulter vorher nur Schmerzen verursacht hat und ein Knacken verursacht hat und war aber komplett beweglich, das ist heute nicht mehr so. Seit diesen Vorgängen im September 2017 ist meine rechte Schulter für alle Zeiten kaputt. Während ich im Krankenhaus über einen Zugang 2-mal täglich Schmerzmedikation bekam, und die war das letzte Mal eben halt dienstags, war natürlich auch diese Wirkung, man nennt es in der Fachsprache, ausgeschlichen. Und das Einzige, was ich noch hatte, waren ja belanglose Novalmin-Tabletten, die die unterste Stufe von Schmerzmedikation sind und ja, eigentlich dann nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Da war ja noch eine zweite Sache. Ich hatte am Dienstag das letzte Mal Training auf diesem ja speziellen Stuhl, Therapiestuhl gehabt. Den hatte ich ja abbestellt, weil ja die Lieferadresse ja nicht mehr gestimmt hätte. Ich habe dann gleich an dem Tag, als ich bei der Tochter einziehen durfte, oder ja gut, einziehen durfte, wie auch immer man das nennen mag, angerufen und man hatte mir versprochen, es, wenn es irgendwie sich einrichten lässt, bis zum Wochenende das, den Therapiestuhl zu liefern. Und das, also da habe ich wirklich Hochachtung vor, der Mensch, mit dem ich dort gesprochen hatte, der Außendienstmitarbeiter, war ein ganz toller Mensch, und der hat tatsächlich am Sonntagvormittag ungefähr gegen 10 Uhr am Sonntag, am heiligen Sonntag, den Stuhl vorbeigebracht. Also das war faszinierend. Aber ich hatte natürlich da 5 Tage Trainingsrückstand. Ich habe selber Übungen gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dermaßen mental in einer beschissenen Verfassung, anders kann man es nicht ausdrücken, dass ich zwar sporadisch was gemacht habe, aber ich denke nicht, dass das irgendwelche therapeutische
Nutzen gebracht hat. Und wie gesagt, ich musste ja dann den schweren Koffer buckeln und so weiter. Das war ja die nächste Stufe. Ja, und dann habe ich, das hat die Tochter auch nicht verstanden, ich habe jeden Tag über WhatsApp die gute Frau angeschrieben, habe quasi verbal auf den Knien gelegen und habe versucht, irgendwie eine Klärung hinzubekommen, aber da kam nicht ein einziges Mal in 3 Wochen auch nur ein Ansatz, eine Antwort. Das hat natürlich auch nicht gerade zu meinem Wohlbefinden beigetragen, ebenso wie dieses Versteckspiel, weil ich ja nicht wollte, dass die Tochter war schon in Misskredit bei ihrer Mutter, das hatte aber andere Ursachen. Und die hat dann zum Beispiel auch nach ein paar Tagen ihren Schlüssel, den Zweitschlüssel, der bei der Mutter hinterlegt war, für ihre Wohnung, wiederum durch dritte Person überbringen lassen an sich selbst und hat mir dann gegeben, damit ich dann flexibler war, weil ich kann ja auch nicht von einem Mädchen Mitte 20 verlangen, dass die jetzt nur den ganzen Tag sich um mich kümmert. Da kamen auch Freundinnen und so weiter und das waren alles liebe Menschen, die ich da kennenlernen durfte, die ich teilweise auch schon kannte. Und die auch ja, erschüttert waren über die Situation, aber was soll man machen? Man kann ja nur nichts in schillernden Farben darstellen, was eigentlich menschenunwürdigst hoch drei ist. Dann dauert es eine weitere Woche, Bitten und Betteln, und dann bekam ich doch tatsächlich einen Teil meiner Bekleidung. Ich hatte nur zwei T-Shirts mit von zu Hause gebracht, weil ich hatte nicht viel mitgenommen. Ich kam nur wirklich mit einem ganz, ganz kleinen Gepäck, weil ich nicht einschätzen konnte, inwieweit das Ziehen eines Koffers mit dem linken Arm die rechte Schulter, weil der ganze Körper ist ja dabei in Bewegung, durch den Gang, durch alles mögliche. Ja, und ich bin dann mit dem Zug gefahren, im Zug angereist, da wirst du von dem einen angeschrempelt und das reicht dann alles schon. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann ja nicht von meinem ganzen Umfeld erwarten, dass jeder nun weiß, ich bin frisch operiert und man sollte möglichst einen Bogen um mich schlagen, so auf gut Deutsch. Das kann man nicht erwarten, das ist auch nicht das Leben. Ja, eine weitere Woche bitten und betteln, dann durfte ich, und das war der Hit, den Koffer im Garten abstellen. Ich habe, um nicht als ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, in welcher Situation, ich wusste genau, diese Frau ist zu allem fähig. Wirklich zu allem. Und wir werden das noch sehen. Ich habe den Koffer dann über den Zaun rüber gehoben. Das ging, der Koffer, was wiegt denn so ein Pilotenkoffer? 400, 500 Gramm. Das ist nix. Hab den rüber gehoben und hab dem kleinen, der hat 4 Rollen. Hab den Schubser gegeben, damit da wenigstens schon ein Stück drin ist. So also nach dem Motto, was ist jetzt, wenn die den nicht gleich holt und da kommt irgendwer vorbei und schwupp, weg ist er. Ja. Und auf meiner Webseite von herzengerne.de kam ein Post von irgendeinem ihrer Sympathisanten, so nach dem Motto, ja, du Schauspieler, hab gesehen, wie du über die Straße gegangen bist und den Koffer geschwenkt und so weiter. So eine Schauspielerei, du bist ja überhaupt nicht krank und Tritratulala und all so eine Scheiße. Dabei ist der Weg von der Haustür der Tochter, da gibt es gar keine Straße zum Überqueren, sondern man geht einen Weg zwischen zwei Wohnblocks und dann über einen kleinen Spielplatz und dann ist man schon gleich da. Niemand von denen wohnt in der unmittelbaren Gegend. Das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ich habe nie jemand dort gesehen. Das war schon der nächste Klopper. So. Ja, dann bekam ich meine Klamotten ausgehändigt. Ich musste wieder zur Haustür vorne kommen. Und sie hatte auch noch einen Rechner von mir, ein Notebook. Den hat sie mir dann versprochen, auch gnädigerweise mal rauszugeben. Und ihr könnt euch diese Demütigung
nicht mal ansatzweise vorstellen. Ich bin dann vorne zu der Tür, die Tür war zu, dann öffnete mir jemand, und zwar eine Nachbarin aus dem gleichen Haus mit einem kleinen Baby auf dem Arm. Dieses Baby habe ich zigmal, naja, ich habe ihr geholfen, sehr oft geholfen, den Kinderwagen rein oder rauszutragen oder habe das Baby auch mal zwischendurch auf dem Arm gehabt und dann haben wir mal geschäkert und so. Die Frau stand da völlig verloren und ich wusste nicht, was ich sagen sollte und sie wusste auch nicht, was ich sagen soll. Die stand da mit meinem Koffer und meinem Notebook. Es war eine unvorstellbare Situation. Ich habe dann irgendwie, ja, ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Es war nur, ich wünsche ihr und ihrem Kind viel Gesundheit und so. Ein paar freundliche Worte finde ich immer. Und ich bedanke mich dafür. Aber es war unglaublich. So eine Demütigung, so eine Erniedrigung. Und damit war dann auch schon klar, dass das ganze Haus und die Umgebung von ihr informiert wurde. Es kamen ständig über soziale Netzwerke Sprüche, da schleicht einer rum in Berlin und so weiter und passt auf, nehmt eure Kinder beiseite und. Es ist unvorstellbar. Ich versuche euch die Bebilderung dazu beizubringen. Entschuldigung, muss da ein bisschen in meinen Archiven rumsuchen, aber es waren Erniedrigungen wie aus dem Bilderbuch. Ja, nun hatte ich auch sogar wieder was zum Anziehen nach 1,5 Wochen. Es war schon peinlich, weil ich alle 3 Tage zur Physiotherapie gegangen bin und bin da dauernd mit denselben Klamotten aufgetaucht. Gut, vielleicht haben die nicht drauf geachtet und das nicht gemerkt, weil da laufen, aber für mich selber war es eine unangenehme Situation. Und dann ging es richtig ab. Eine Woche später wurde mir gesagt, ich sollte meine restlichen Klamotten abholen, man würde die vor die Tür packen und ich sollte zusehen, was ich damit mache, so ungefähr. Das Ganze sollte stattfinden an einem Samstagvormittag und an diesem Samstagvormittag hatte ich einen Termin bei der Physiotherapie. Kam zurück, war schweißgebadet, weil ich habe den Weg, das waren so gut 2 Kilometer. Ich hätte höchstens ein kleines Stück davon mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können und den Rest eh zu Fuß. Also bin ich die ganze Strecke zu Fuß. Und zu Fuß war damals schon schwer für mich, weil ich brauche dauernd Pausen. Aber ich hatte ja im Grunde genommen, ich hatte ja nichts zu tun. Ich hatte ja Zeit. Also bin ich marschiert und dann habe ich mich wieder irgendwo hingesetzt und habe mir die Natur beguckt und so weiter oder die Mauer beguckt, wie auch immer. Und ja, dann komme ich um die Ecke. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Mein gesamter restlicher Hausrat, darunter zum Beispiel ein Fernseher, der war völlig verkratzt. Dann war da einiges an Haushaltsgeräten, zum Beispiel eine Friteuse. Restliche Bekleidung von mir, alles menschenmöglich, einfach vor die Tür gestellt, wie Sperrmüll und dann nach dem Motto, ja, friss oder stirb. Die Tochter wollte mir helfen, ich habe gesagt, ich bitte dich darum, bring die Schnipp noch mehr in Gefahr, als sie schon ist. Wir hatten die Vermutung, dass die mittlerweile wussten, dass ich dort bin und ich wollte nicht sie irgendwelcher Gefahren aussetzen. Ich habe gesagt, nee, nee, das mache ich alleine. Wie gesagt, mein Auto stand vor dem Küchenfenster. Ich habe dann mein Auto beladen, soweit es mit einer Hand ging. Das war, ja, es war ein schwieriges Unterfangen, aber ich habe es irgendwie hingekriegt, es hat seine Zeit gedauert. Madame war hinterm Küchenfenster mehrfach zu sehen und hat sich da einen Ast gelacht, auf gut Deutsch gesagt, also hat sich halb tot gelacht, wie ich mich da abgebuckelt habe. Es war für die wieder ein Reichsparteitag und zeigt den Charakter ganz zweifelsfrei, da braucht man kein X für ein U vormachen. Respekt, null. Dankbarkeit,
0,000 Menschlichkeit, 0,000 Menschenunwürdigkeit, mindestens Note 10. 10,0, 10,1, 10,2. So. Und jetzt stand ich wieder vor einer neuen Situation, die ich überhaupt nicht überblicken konnte. Denn diese Gegend und genau explizit dieser Block dort, da steht ein ganzer Haufen Häuser. Es handelt sich um eine Sackgasse. Und die ist explizit bekannt für Autoaufbrüche, für Wohnungseinbrüche und so weiter. Und nun war mein Hab und Gut im Auto gestapelt, teilweise auf der Rücksitzbank, weil das ja nicht anders ging. Da war ein großer Fernseher, den habe ich in Decke eingepackt und so weiter. Und jetzt fing bei mir die Angst an, was ist, wenn sie dir jetzt auch noch dein Auto aufknacken und dir noch dein letztes Hab und Gut klauen? Ja, ich habe dann ungefähr einen halben Tag überlegt und dann habe ich meinen Sohn angerufen. Mein Sohn ist dann mit dem Zug nach Berlin gekommen und hat mich mit dem Auto abgeholt. Ich hätte in der darauffolgenden Woche noch zwei Physiotermine gehabt, aber ich habe gesagt, nee, ich breche das Ganze jetzt hier ab. Das war Ende September 2017. Und die Tochter hat mir dann das, was ich in ihrer Wohnung hatte, noch runtergeschleppt, auch mit zum Auto geschleppt. Hat dann gesagt, Werner, das ist mir jetzt scheißegal, sollen sie kommen und so weiter. Ne, die war ein sehr kräftig gebauter Mensch, also die hätte einen Mann von meinem Format mit einem Schlag umgehauen. Aber ganz, ganz lieber Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat und der ein unheimliches Gefühl für Gerechtigkeit hat oder beziehungsweise für Ungerechtigkeit. Und es war eine tolle Zeit. In der Zeit habe ich Kenntnis bekommen von vielen internen Dingen, die ich mir vage, ganz vage schon ausgemalt hatte aufgrund des Verhaltens der Mutter. Aber das, was ich erzählt bekam von diesem jungen Mädchen, das hat mir den Glauben an die Menschheit genommen, auf gut Deutsch. Ich habe alles das erfahren, was ich niemals über diesen Mensch hätte wissen wollen. Und das Ganze, ohne auch nur ein einziges Mal zu fragen. Und ich habe richtig gemerkt, wie die sich für ihre Mutter geschämt hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie die mit mir mitgefühlt hat. Und ja, es war traurig, 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 traurig. Nachdem wir dann das Auto beladen hatten und alles Gott sei Dank passte, irgendwie, ja, man muss ja auch, ich musste ja dann den Beifahrersitz frei halten, weil da sollte ich ja dann sitzen. Und ja, ich bin dann von dem Hof runtergefahren und in die nächste, das ist gleich ein Stück um die Ecke, da ist die nächste Querstraße, da stand mein Sohn, weil ich konnte mit der kaputten Schulter zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht schmerzfrei schalten und hätte die Fahrt auch wahrscheinlich nie und nimmer geschafft. Bin dann mit meinem Sohn nach Hause und war soweit erstmal alles gut. Ja, jetzt sind wir knapp an die 20 Minuten ran, wunderbar. Dann ist es klein und überschaubar. Und ja, von jetzt ab, jeder Teil ist ein Krimi, jeder Teil, jedes neue Video ist purer Horror. Denn jetzt ging es richtig los. Mobbing in High-Class-Format, Lügenverbreitung, Rufmord, alles Tagesordnung. Dazu mehr im nächsten Teil. Ich bedanke mich für euer Ohr, für eure Kommentare. Danke für eure Fragen, danke für eure Gedanken. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Aber wir wollen der Sache nichts vorne wegnehmen, sondern ihr werdet das sehen und hören in den nachfolgenden Videos. Das wird noch eine ganze Menge sein, weil es gibt sehr viel zu erzählen. Wir sind ja schließlich auch erst im Jahr 2017. Und da kommt noch so einiges. Der Clan ist immer präsent, 24 Stunden rund um die Uhr. Ich wünsche euch allen
toi, 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 bleibt von Corona verschont. Ich drücke euch die Daumen, wie gewohnt. Und ich sage, bis dann, euer alter Mann. Ciao, ciao, ihr Lieben.